Ja, das stimmt. Ich überlege tatsächlich, also für mich war eigentlich bis vor kurzem die Xbox nicht wirklich eine Alternative oder eine Konsole, die ich mir zulegen würde. Aber jetzt überlege ich wirklich, vielleicht so eine gemütliche kleine Xbox S fürs Wohnzimmer mit Games Pass. Dann kann man einfach gemütlich alle möglichen Spiele, die es überhaupt jemals geben wird, auf diesem Ding einfach so spielen. Das hat schon was. Bin schon am Haken, so ein bisschen. Na gut, dann bleibt uns hier eventuell nur noch das Münzen sammeln. Will ich hier wirklich 100 Münzen sammeln in dem Level? Warum eigentlich nicht? Oh, schade. Schade. Ich habe schon gedacht, unendlich viel Gegner heißt unendlich viel Münzen, oder? Aber nein. Heißt es nicht. Schade, schade. Hoffe mal, dass es einen Qualitätswust für die Fallout-Reihe gibt. Das ist wirklich die Hoffnung, die ich auch habe. Weil ich bin mit der Entwicklung, die Fallout bei Bethesda genommen hat, eh nicht zufrieden. Wirklich nicht. Insofern sehe ich eigentlich nichts Schlechtes dran. Viele befürchten ja den Qualitätsverlust. Glaube ich nicht. Wohin soll denn die noch sinken, qualitativ, die Reihe? Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Aber ich glaube, wenn, dann kann Fallout, glaube ich, wirklich nur davon profitieren. Denke ich schon. Und vor allem ist es halt wirklich so. Ich meine, ne, wer weiß. Aber jetzt da Obsidian und Fallout wieder im gleichen Haus sind. Ja, ja, da bieten sich Möglichkeiten. Und viele andere Entwickler bei Microsoft haben jetzt auch schon getweetet, oder nicht viele, aber eine Handvoll, haben schon Tweets gemacht von wegen, gehört jetzt nicht auch die Lizenz von dem und dem wieder zu uns? Von dem Spiel, an dem die früher mal gearbeitet haben und das die mal wieder gern hätten? Also anscheinend sind auch die Entwickler, die jetzt schon bei Microsoft sind, ziemlich aufgeregt über diese Übernahme. Wie viel Geld haben die denn jetzt bitte wirklich ausgegeben? Gestern habe ich nämlich 75 Milliarden gelesen und habe mir gedacht, boah. Und heute habe ich einmal 7,5 Milliarden und einmal 750 Millionen gelesen. Was stimmt denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Kann vielleicht irgendjemand mal die Zahl richtig recherchieren? Ich glaube aber, es sind 7,5. Die Zahl habe ich zumindest am häufigsten gefunden. Ich muss mal gucken. Da hat doch bestimmt Microsoft selbst irgendwie eine Pressemitteilung rausgegeben oder so. Dass man da mal wirklich an der Quelle nachschaut. Weil ich bin jetzt echt verwirrt. Oder Sex von Rare. Ja, genau. Ich meine, das Rare von vor 20 Jahren, da wäre ich dann aber echt gehypt. Aber sowas von. Ich denke, dass Microsoft Bethesda eine strenge Qualitätskontrolle aufdrückt. Es ist möglich. Man weiß es halt jetzt wirklich nicht. Im Endeffekt, ob jetzt 75 oder 7,5 Milliarden, die haben da wirklich fucking viel investiert. Und auch wenn Microsoft natürlich auf den Kohlen sitzt ohne Ende, würden die nicht so viel Geld ausgeben, wenn die sich nicht was davon versprechen würden. Die haben da garantiert gigantische Pläne. Da kann man sich ziemlich sicher sein. Und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich meine, was spricht denn dagegen, wenn Obsidian jetzt fertig ist mit ihrem Skyrim, das die gerade machen? Wie heißt das gleich nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber Obsidian macht ja quasi gerade für Microsoft quasi ein Spiel, das sehr stark nach Skyrim aussieht. Awoken oder wie es heißt, keine Ahnung. Und warum sollten die nicht nach einem Fallout 5 einen Fallout 5.1 machen? Wie halt damals mit New Vegas, wenn die Lizenz da ist und das Team Zeit hat. Ah, Mist, die Münzen hätte ich jetzt echt brauchen können für meinen Plan. Das habe ich jetzt verbockt. Das sind 15 oder sogar 20 Münzen, die mir jetzt echt fehlen. Und ich weiß nicht, ob der Schalter wiederkommt, wenn ich das einmal vermasselt habe. Ich glaube fast nicht leider, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das noch schaffen kann. Ich kann mich zumindest daran erinnern,
vom Gefühl her, zumindest in meiner Erinnerung, waren die Münzen teilweise schon relativ knapp bemessen in den Leveln. In manchen Leveln musste ich schon immer sehr gut suchen, um dann wirklich 100 zusammenzukriegen. Vielleicht stimmt's gar nicht. Vielleicht war ich damals halt nur klein und unwissend, aber mir kam es früher so vor, als wäre es wirklich knapp. Da habe ich echt immer noch viel Vertrauen. Allein wenn ich mir die Qualität und die Liebe von denen in die in Sea of Thieves steckt. In dem Level ist es super knapp. Hab 3 Anläufe gebraucht. Ah, das ist doof. Dann befürchte ich nämlich fast, dass die 15 oder vielleicht sogar 20 Münzen, die ich gerade verpasst habe, so ziemlich das Ende sein dürften für meinen Versuch. Ja, also ich meine, ich weiß nicht. Ich habe Sea of Thieves nur mal kurz gespielt. Und das kam mir jetzt nicht wie ein schlechtes Spiel vor oder wie ein kaputtes Spiel. Aber auch nicht wie ein Rare-Spiel. Rare hat halt früher auf dem N64 schon und auch auf dem Super Nintendo schon so richtig legendäre Monsterspiele gemacht. Also so super highest Murder Quality ever. Und das haben sie, seit sie bei Microsoft sind, halt nicht mehr gemacht. Ich will gar nicht sagen, dass die Spiele alle irgendwie schlecht sind oder so, aber halt nicht mehr mitunter die besten, sondern vielleicht nur noch gut. Was ja auch cool ist. Aber nicht mehr das Gleiche. Ah, warte mal. Keine Münzen, aber hier kommen Gegner raus, ne? Die mit ihren komischen 2D-Sprite-Körpern, die ich einfach nicht töten kann. Irgendwas mit dir. Na gut, 53. Hätten wir schon über die Hälfte. Dann schauen wir vielleicht doch mal. Ich glaub das eh. Ich glaub eh, dass das cool ist und Spaß macht und alles. Ich glaub nur nicht, dass es ein super, super Monster-Mörder bestes Spiel des Jahrtausends-Spieles. Und das war jedes einzelne Rare-Spiel früher eben schon. Nee, ich meine Star Fox, Dinosaur Planet, war gut. War vielleicht sogar sehr gut. Aber das war nicht perfekt. Ich meine, Conker's Bad Fur Day habe ich damals ziemlich geliebt, aber ich weiß nicht, ob das noch als gutes Spiel durchgeht heutzutage. Aber gut. Aber ansonsten, Star Fox Adventures. Genau. Also Dinosaur Planet. Star Fox Adventures, Dinosaur Planet. Hieß das so? Weil es gab auch irgendwie Star Fox irgendwas. Das darf man nicht verwechseln. Ich muss mal schnell schauen. Genau, ich meine Star Fox Adventures. Das heißt tatsächlich nur Star Fox Adventures. Kann das dann sein, dass das Spiel, das das ursprünglich hätte werden sollen, Dinosaur Planet geheißen hätte, wenn es denn erschienen wäre? Und kann es sein, dass ich hier nicht mehr rauskomme? Dinosaur Planet war der Name bevor Star Fox. Genau. Da glaube ich bis heute noch, das wäre vielleicht ein besseres Spiel geworden ohne Star Fox Lizenz, die nachträglich draufgeklatscht wurde. Einfach mit Crystal als Protagonistin und so. Ich meine, ich weiß es nicht. Aber das ist selten eine gute Idee, wenn man im letzten Moment noch schnell irgendwie eine Lizenz über irgendwas klatscht. Sieht man normalerweise hauptsächlich bei Filmen. Und die sind nie gut. Das Ende, ans Ende kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Yahoo!
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich... Meine Erinnerung dran ist einfach so, ja, ist ganz gut, ist ganz nett. Aber ist jetzt nicht das... Das Rare Zelda, das ich mir erwartet oder erhofft hätte. Wegen dem Ende von Star Fox, ja klar, das kannst du gern spoilen. Ich glaube, bei Spielen, die irgendwie über 30 Jahre alt sind oder über 20 zumindest, da darf man spoilen, denke ich. Also von mir aus gerne. Das war knapp. Hey, Gemeinheit. Was war denn das bitte? Oh Gott. Waren die Geister, die man gesammelt hat, plötzlich Andross, der in Einzelteile aha, okay. Die Flugpassagen waren auch nicht im Original. Ja, die Flugpassagen waren auch leider nicht besonders gut. Das war schade. Die hätten schon... Naja, das war nicht perfekt. So... 69 Münzen. Und ich weiß nicht mehr, wo ich noch mehr... Sagen wir mal, da wären 20 gewesen bei dem Schalter. Dann würden aber immer noch welche fehlen. Gibt es irgendwo noch einen riesigen Raum voller tausender Münzen, den ich nur übersehen habe. Wahrscheinlich. Ich muss echt sagen, mir hat dieses Ubisoft-Spiel einigermaßen gut gefallen. Dieses Starlink. Ich meine, nur wegen der Star Fox-Lizenz. Also die Originalcharaktere fand ich alle furchtbar. Die Grundstory ist total langweilig. Das war ein, naja... Aber es war wahrscheinlich so ziemlich das beste Star Fox-Spiel seit vielleicht dem Nintendo 64 sogar. Ich bin mir nicht sicher. Gehört zumindest zu den besseren Star Fox-Spielen, finde ich. Obwohl es keins ist. Oh, und tot ist wahrscheinlich besser so. Blaumünzen sind essentiell, ja, das habe ich mir schon gedacht. Blaumünzen geben ja auch 2 pro Stück. Ach, ich dachte, die bringen 5. Die bringen nur 2, wirklich. Gott. Ich glaube, über alte Games zu schwelgen, müssen wir mal einen Podcast machen. Ich hab mir auch schon überlegt, dass ich gerne... Ich meine, das sind halt so Formate, die sind zeitintensiv und interessieren niemanden. Aber ich habe mir auch schon gedacht, anhand von Release-Listen oder von Trophäen in Smash Brothers müsste man einfach mal sich hinsetzen und stundenlang nostalgischen Blödsinn über die einzelnen Spiele reden und so weiter. Löst das Pyramidenpuzzle. Ah ja, ich kann mich erinnern. Ich habe keine Ahnung, was man da eigentlich machen muss. Aber sonst wäre es auch kein Puzzle. Nee, warte mal. Beim Puzzle hat man theoretisch eigentlich schon eine klare Aufgabenstellung. Man müsste das dann nur lösen.
Wo ist eigentlich der Kanonenabfeuerplatz? Ich habe zwar den lila Bobomb gefunden in dem Level, aber kein Kanonenloch. Ah ja, was haben wir denn da? Ach so, ich dachte jetzt... Okay, jetzt haben wir hier eine Kanone. Was machen wir mit der? Ich weiß es nicht. Der Kanonenheinz ist am anderen Ende der Karte, zwischen den beiden Türmen. Ja, den Kanonenheinz habe ich schon gefunden. Ich habe nur keine Kanone gefunden. Jetzt habe ich hier eine Kanone, aber weiß jetzt, bin jetzt auch nicht schlauer, ehrlich gesagt. Ich dachte, vielleicht hilft mir die Kanone beim Lösen des Rätsels oder so. Ja, du kannst mir gerne einen Tipp auf jeden Fall geben. Muss ich in die Pyramide zum Beispiel oder ist das Rätsel außen? Das alleine würde mir schon helfen. Es steht auf einem Schild in der Pyramide. Perfekt, das ist schon genau der Tipp, den ich haben wollte. Schilder ignoriere ich nämlich immer hartnäckig, weil ich mir denke, ah ja, komm, ich bin so ein alter Pro hier. Was können die mir noch beibringen, die Schilder? Ich bin auch jemand, aber das habt ihr in meinen Let's Plays wahrscheinlich schon mitbekommen, der gerne mal Tutorials überspringt und Texte wegdrückt und dann hinterher keine Ahnung hat, was er eigentlich tun soll. Aber das ist auch ein bisschen blöd, finde ich. Bei 90% der Tutorials, die einem Spieler so anzeigen, braucht man halt wirklich nicht. Und ich will nicht immer so viel Blödsinn lesen müssen, nur damit ich dann die eine Information kriege, die ich wirklich brauche. Die Pyramide ist von 4 Säulen umgeben. Erklimme die Spitze der Säulen, um das Geheimnis zu lüften. Na gut, das habe ich schon gemacht. Das ist ja wieder was anderes anscheinend. Nein, Mario. Jetzt komm. Oh, oh. Aber dann suchen wir mal die anderen Schilder. Oh, oh. Das wollte ich nicht. Das Rätsel ist außen, aber es ist nicht das mit den 4 Säulen, oder? Weil das habe ich schon gemacht. Das ist nicht das Puzzle der Pyramide. Da heißt die Mission nämlich Lande auf den 4 Säulen. Ziemlich obvious. Und gegen den Pyramidenboss habe ich auch schon gekämpft. Ich weiß eben echt nicht, was die von mir wollen. Oder muss ich in den Sand... Soll ich mal absichtlich in den Sandstrudel springen? Ich meine, was kann schlimmstenfalls passieren? Dass ich sterbe. Damn, damit habe ich nicht gerechnet. Mama mia! Ah, 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 ah. Ach, guckt euch das an. Ah, Mario, was machst du? Hör auf. Mit dem Unfug. Wir müssen Schilder suchen. Wenn du springst und den B-Knopf gedrückt hältst, ja, okay. Das ist nicht der Hinweis, den wir suchen. Ich muss gelbe Münzen in der Pyramide sammeln. Ah, okay. Dann machen wir das mal. Ich habe 6 Münzen und 66 Sterne. Oh, oh. Aha. Da war der Hinweis quasi. Ich habe eine gefunden. Kamera. Jetzt sei doch ein bisschen kooperativ hier. Wird doch nur gern sehen, wo ich hinlaufe. Ist das zu viel verlangt?
Ich meine, ich weiß schon, du warst seinerzeit voraus, Kamera, aber aus heutiger Sicht bist du furchtbar. Hey, Mr. Nonkonform, vielen, vielen Dank. Voll super cool. Somit rücken wir nochmal ein Stückchen näher an den 24-Stunden-Stream und das Spendenglas wird gesprengt. Sehr schön. Vielen Dank. Voll cool, voll nett, voll freundlich und großzügig. Oh oh, voll tot. Mario, nein. Das war mein Indiana Jones-Move. Eigentlich fehlt so eine Szene in dem Spiel, ne? Mario müsste eigentlich irgendwo in letzter Sekunde durchrutschen und dann noch seinen Hut durch eine sich schließende Tür durchziehen. Warte mal, ich sollte vielleicht alle gelben Münzen sammeln, die hier so rumliegen, wenn wir schon Münzen sammeln müssen. Da ist Ihnen aber auch keine richtige Quest mehr eingefallen für die Pyramide, oder? Ja, genau. Dr. Mario mit seinem schwarzen Smash Brothers Outfit. Das sieht da eh aus wie so ein Filmbösewicht-Nazi-Professor. Ist dann der Antagonist von Indiana Jones Mario. Werde ich jetzt zerquetscht? Nö. Aus irgendeinem Grund dachte ich, da wäre eine Plattform unten. Ich dachte, ich habe die gesehen. Aber nö. Wetten, das ist so eine Münze, die ist nämlich ein bisschen komisch platziert. Nein, ist sie nicht. Damn it. Okay. Ich hasse Treibsand. Vielleicht auch Münzen, die aus Gegner fallen. Ich meine, wer weiß. Aber die lösen sich, glaube ich, auf, ne? Das wäre gemein. Aber es ist nicht unmöglich. Aber wahrscheinlich nicht. Leider ist die Fernsicht, was Münzen angeht, nicht besonders gut. Rote Münzen sieht man wesentlich weiter, netterweise. Aber normale Münzen sind schwierig. Oftmals. Jetzt hätte ich draußen noch ein bisschen fleißiger Münzen gesammelt, hätte man das gleich gut verbinden können mit 100 Münzen sammeln. Schade. Die Münzen sind fest platziert. Okay. Nein. Das ist ein Kletterstab? Nee, oder? Nee. Aber es ist schon faszinierend, wirklich. Ich finde es echt faszinierend und ziemlich cool, dass Mario 64 ein Spiel ist, das man heute noch total gut spielen kann. Weil es gibt so viele Spiele aus der Zeit, die irgendwie sich klobig oder einfach irgendwie falsch oder schlecht anfühlen, wenn man die heute spielt. Aber Mario 64 funktioniert wirklich noch perfekt. Die haben einfach damals die Formel für einen perfekten Plattformer schon einfach sehr, sehr, sehr gut getroffen. Bin ich irre. Sowas fasziniert mich immer.
Nein! Ach so. Cool. Na? Ist da vielleicht eine Münze noch? Nee. Hey, ich glaube, ich habe erst eine gefunden, oder? Das sind, glaube ich, mehr als eine. Also, ich meine, offensichtlich, sonst hätte ich es schon geschafft. Aha, da haben wir doch was Interessantes. Das war gerade gewagt. Ich habe mir schon gedacht, dass hier der Rand fehlt, ist seltsam. Ich glaube, ich habe die Münzen gefunden, die wir suchen. Nur leider muss ich jetzt nochmal ganz hoch. Aber zum Glück weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Deswegen kommen wir wesentlich schneller hoch. Dein Kanal, deine Videos und wie du kommentierst, sind Balsam für meine Seele. Danke für deine tolle Arbeit. Dankeschön, Mr. Nonkonfall. Habe ich vorher gar nicht gelesen. Das freut mich. Ich dachte schon, jetzt falle ich drüber und werde einfach zerquetscht. Aber da hatten wir noch mal Glück. Ich finde, die hätten die Mission ruhig ein bisschen netter benennen können, oder? Löse das Puzzle der Pyramide und dann muss man irgendwie Münzen sammeln. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen irreführend. Wow! Wow, nein! Was ist denn das für ein Arsch? Habt ihr das gesehen? Unverschämtheit, der Kerl. Der Kerl ist eine Unverschämtheit. Ja, warum nicht? Die hätten das ruhig, finde, die magischen Münzen oder so nennen können. Oder Münzenpuzzle in der Pyramide. Aber Puzzle, es ist kein Puzzle, wenn ich einfach nur Münzen finden muss. Ich meine, gut, in Videospiel-Language ist irgendwie so ein bisschen alles ein Puzzle. Wenn man irgendwie was machen muss. Wenn ich irgendwo auf den Knopf drücken muss, geht das schon als Puzzle durch. Insofern, ich habe zum Glück eine Abkürzung gefunden, das ist gut. Der geheime Schatz, ja genau, das wäre auch, das wäre gut, da hast du recht, das wäre perfekt, glaube ich. Nein, warum denn? Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt los war. Da schaut man einmal kurz in den Chat und schon stürzt Mario ab. Okay, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren, Fatal Error bei den roten Münzen in der Rutschbahn-Level. Dann kriegen wir das schon hin. Auch wenn ich hier leider nie wieder rauskomme jetzt. So. Jetzt aber. War die Abkürzung nicht hier irgendwo? Ah ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich hätte manchmal gern so einen Reboot-Knopf für mich selbst und mein Hirn. Das wäre gar nicht schlecht. Kamera! Du bist cool wieder. Ja.
Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen schneller wie Hangeln, oder? Wenn man nicht panisch Knöpfchen drückt und dann runterspringt, dann geht das eigentlich. Das ist ein bisschen die gefährlichste Stelle hier, weil hier ist natürlich RNG. Mit den blöden Elektrokugeln an der Kante. Da kann man einfach Pech haben. Na super, zerquetsch mich lieber, bevor du mich wieder runterschubst. Danke. Glück gehabt. Hey, jetzt reicht's aber. So, Mann, jetzt bitte ganz vorsichtig hier über die Kante. Ganz vorsichtig. Nein, nicht wieder hochziehen. Runter. Nein, er will nicht runter. Okay, gut. Okay. Ah, komm schon, Spiel. Wirklich? Das ist ein bisschen gemein. Ist zu hoch, oder? Ja. Ah, come on. Naja, gut. Wenigstens dürfen wir auf halber Strecke nochmal anfangen. Ich muss mich nur echt heilen jetzt. Ist auch nicht schlecht. Wenigstens kriege ich dann bald so eine Routine hier wahrscheinlich, dass ich total die coolen Moves und Abkürzungen machen kann. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wenn ich da abraxe, vielen Dank, voll cool. Dankeschön. Wenn ich da immer losspringe auf die Stange, wenn ich da immer vor den Elektrokügelchen wegläufe und dann laufe und dann an die Stange springe und ich weiß, wenn ich an der Stange vorbeispringe, falle ich wieder runter, hebt es mir immer so ein bisschen den Magen aus, zieht es mir immer so ein bisschen den Magen zusammen irgendwie. Ist immer so, schaffe ich's, komm schon, bitte. Nein! Aber gut, jetzt habe ich ungefähr gesehen, wo die Plattform ist. Jetzt kann ich, glaube ich, einigermaßen einschätzen. Ich glaube, beim nächsten Mal kriege ich es hin. Nur bei der dritten Plattform unten bin ich mir dann wieder nicht ganz sicher, aber das kriegen wir auch hin. Was war denn das gerade für ein glitschiger, komischer Sprung? Okay, Mario, jetzt wird's ernst. Reiß dich zusammen. Komm. Und jetzt ungefähr hier so. Perfekt. Und ich hoffe mal, die letzte ist ungefähr hier so. Oh, yeah. Und wenn wir jetzt noch ungefähr hier so dem Sandstrom folgen, dann dürften wir ungefähr hier so den nächsten Stern gefunden haben. Das war klar, dass das jetzt noch passieren muss. Ich hätte schon damit gerechnet, dass wir jetzt noch sterben. Aber nö. Nein! Ah! Autsch. Das war die Vorfreude, die war zu groß. Warte mal, bin ich hier nicht schon eine Etage zu hoch? Nee, das stimmt jetzt schon. Hier ist das Gitter. Genau, alles gut. Na dann.
Danke.